Hallo Freunde, heute wollen wir uns einem wichtigen Thema widmen, was eine starke Verbindung mit Hormontherapien hat. Und zwar hat man irgendwann mal herausgefunden, dass zumindest jetzt Geschlechtshormone, Nebennierenhormone, so wie sie im Blut schwimmen, im Gehirn eigentlich in höheren Konzentrationen vorkommen. Zum Teil dort gebildet werden, zum Teil aber auch aus dem Blut aufgenommen werden und im Gehirn dann sichtlich genutzt werden für verschiedenste Aktivitäten. Und das ist eine sehr wichtige Frage, wenn ich jetzt in der Mitte des Lebens eine Nebennierenschwäche entwickle, dann sind meine Nebennieren ja weniger aktiv in der Bildung dieser Hormone. Das merke ich an so Beschwerden wie beispielsweise leichtere Erschöpfbarkeit, weniger Leistung, aber sehr häufig dann gleichzeitig dabei schon depressive Verstimmung, weniger Aktivität auch vom Gehirn her. Diese Zusammenhänge sind in den letzten 30 Jahren mehr und mehr erkannt worden, differenziert worden, und trotzdem stehen wir heute immer noch in dieser Situation, dass wir vieles wissen, aber immer noch viel mehr nicht wissen. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend oder auch anstrengend für Menschen, die dann Empfehlungen abgeben, weil sie nicht so hundertprozentig wissen, wie konkret sie jetzt hier Menschen helfen können. Aber es gibt genug Erkenntnisse, um zumindest einiges zu berücksichtigen. Und ich denke, die Hauptgruppe der Menschen, die hier ein Thema haben, sind Frauen, die früher über ihre Eierstöcke relativ viel Estradiol und Progesteron gebildet haben. Aus Progesteron entstehen sehr viele dieser Neurosteroide, und Estradiol hat eine sehr wichtige regulative Wirkung. Und wenn das wegfällt, dann gibt es Wechseljahresbeschwerden, die zu einem großen Teil sich im Gehirn abspielen, also Störungen des Gehirns machen sich hier bemerkbar. Und natürlich gibt es hier die resignative Einstellung, dass dann heißt, ja, es ist eben so, sie sind jetzt alt oder sie sind jetzt in diese Zeit gekommen, damit müssen sie leben. Und dann gibt es ja sehr viele, die dann Hormone anwenden, um diese Beschwerden zu verhindern oder abzuschwächen oder gar ganz aufzulösen. Und da ist es unglücklicherweise so, dass unsere Medizin so aufgestellt ist, dass sie eben sehr viel auf Laborwerte gibt. Und deswegen mein erstes Plädoyer, wie schon öfters hier im Kanal zu verschiedenen Themen, eine Therapie ist, wenn ich ein Therapiemittel anwende und dann die Beschwerden, die durch die Störung oder Krankheit hervorgerufen wurden, sich zurückbilden oder eben ausgleichen. Also ich würde auch hier, wenn ich jetzt Wechseljahresbeschwerden habe und ich sage, ja, ich bin jetzt emotional nicht mehr so ausgeglichen, ich bin stressempfindlicher, ich merke, dass ich viel mehr vergesse, dass ich mir nichts Neues mehr merken kann. Ich mache jetzt eine neue Ausbildung in der Mitte des Lebens. Ich merke, dass ich gar nicht mich richtig konzentrieren kann. Und dann habe ich was gelesen, da vergesse ich sofort wieder. Das sind die Beschwerden. Das ist die Krankheit. Es ist jetzt mal nicht so wichtig, was ich im Blut dann oder im Speichel für Hormonspiegel messe, weil wir sowieso nicht messen können, was dann im Gehirn konkret an Stoffen vorliegt, und nachdem ein Großteil der Therapiemittel, die wir haben, Vorstufen für diese Dinge im Gehirn sind, wissen wir dann ohnehin nicht, welche Spiegel entstehen konkret. Natürlich aus der Forschung sagt man dann, ja gut, wenn ich jetzt Stress habe, dann kann ich damit rechnen, dass Allopregnenolon mehr ausgeschüttet wird, und dann kann ich das eventuell zuführen. Dann geht es schon um die Frage, wo kriege ich das her? Ja, es gibt in Amerika jetzt versuchsweise schon das Produkt zu kaufen, in Deutschland nicht, weil man sagt, die Studien sind soweit nicht abgeschlossen, nicht ganz so schlüssig. Ja, aber man kann natürlich Progesteron einsetzen, weil das ja eine Vorstufe davon ist. Und ob es eben dann funktioniert, kann ich nur wirklich festmachen an der Beobachtung, was jetzt mit meinen Problemen passiert. Ja, wenn ich sage, ich habe vorher was gelesen, konnte mir nichts merken, dann ist das Maß, was ich jetzt mir besser merken kann, wo ich mich auch wieder erinnern kann, wo ich wieder was neu aufrufen kann, das ist der Therapieerfolg, und das ist das Maß, wie weit ich gekommen bin.
Ja, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Neurosteroide sind jetzt im Wesentlichen mal Geschlechtshormone und Nebennierenhormone und deren Abwandlungen. Das Gehirn hat eine eigene Möglichkeit, das zu bilden. Auch aus Cholesterin. Cholesterin ist der Grundbaustoff. Wo natürlich jetzt die allgemeine Beobachtung schon mal am Platz ist, zu sagen, wenn ich Cholesterinsenker bekomme, ist ein bisschen die Frage, wie weit das dann eben in verschiedensten Bereichen des Körpers dann noch biologisch aktiv sein kann, so wie es nötig ist. Und nicht selten haben Menschen, die Cholesterinsenker bekommen, dann auch depressive Verstimmung und so ein Erschöpfungssyndrom und dann auch einen Rückgang der Hirnleistung, wo manche sagen, ich komme mir vor, als ob ich schon eine Demenz entwickeln würde. Ja, weil Cholesterin eben auf Betreiben eines Teils der Pharmaindustrie möglichst gesenkt werden soll im Körper, um die Adern zu beschützen. Aber wie so oft in der Medizin macht die Dosis das Gift und zu viel an Cholesterinsenkung kann einen ganz schönen Schaden jetzt hier in Bezug auf die Neurosteroide anrichten und deren Bildung und kann natürlich das Gehirn seiner Funktionalität stark beeinträchtigen. Und dann habe ich eben von Natur aus in den Nebennieren und in den Geschlechtsdrüsen eine Bildung von Geschlechtshormonen und Nebennierenrindenhormonen, die als Vorstufen dienen für diese Neurosteroide. Und wenn ich jetzt durch Erschöpfung und dauernde Überlastung eine Nebennierenschwäche entwickelt habe, dann kann die Nebenniere oder die Nebennieren können das nicht mehr so wahrnehmen, die Bildung dieser Hormone, und da fällt was weg. Und wie gesagt, bei Frauen ist das eben jetzt eine ganz drastische Situation, wenn die Eierstöcke hier nicht mehr mithelfen, weil die große Mengen, viel größere Mengen von Progesteron bilden als die Nebennieren beispielsweise. Das ist ein drastischer Einbruch. Deshalb ist es zwar prinzipiell richtig zu sagen, ja, ein Mann, der hat ja auch Wechseljahre und man sieht, wie der sich verändert und er ist eben nicht mehr so, wie er als junger Mann war und jetzt hat er auch ähnliche Probleme, was man manchmal bei Frauen entdeckt, die durch den Wechsel gehen. Das ist alles richtig, ja. Aber der Einbruch für eine Frau ist bedeutend größer. Und leider ist das dann auch wieder ein Gebiet der Medizin. Wenn etwas Frauen betrifft, ist schon weniger Geld und Ressource da, weil die Entscheidungsträger, die Machtträger immer noch nicht die Frauen sind. Hormonelle Themen werden immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder man ist nicht bereit, viel Geld dafür auszugeben. Ja, und wieder zeigt sich hier, dass das natürlich dann ein Riesenproblem für viele Frauen in dieser Altersstufe, in dieser Situation ist, dass das nicht ernst genommen wird, was für einen dramatischen Wechsel das bedeuten kann. Gut. Das haben wir jetzt soweit diskutiert. Auch im Mutterkuchen werden schon Neurosteroide gebildet. Also damit das Baby gut versorgt wird, bei der Hirnreifung hat das eine große Bedeutung. Und im Gehirn sind es vor allem die Astrozyten und Gliazellen, aber auch in den Neuronen selber, also in diesen Nervenbahnen, können Neurosteroide gebildet werden. Und Selye, der bei der Stressforschung ein immer wieder zitierter Mann ist, der hat eben schon 1942 die Beobachtung angestellt, dass manche Steroide auch beruhigend und schlaffördernd, zumindest einschlaffördernd wirken. Und die Beobachtung machen ja sehr viele Frauen, die jetzt in der Hormonersatztherapie bei den Wechseljahren bevorzugt heute Progesteron angeboten bekommen. Aufgrund der vielen positiven Eigenschaften, die das hat, leider oft ein bisschen einseitig, weil Progesteron und Estradiol in einer Wechselbeziehung stehen und die Wirkung von Estradiol noch viel weniger erforscht ist. Aber da gibt es in den letzten Jahren gerade erst so einige Beobachtungen, die interessant sind, wie weit Estradiol mitspielt. Davon noch ein bisschen mehr nachher. Aber diese Frauen, die nehmen dann gerne am Abend Progesteron, weil es ihnen beim Einschlafen hilft. Keine Frage, es ist wie ein Schlafmittel. Nur ist es dann oft so, dosisabhängig natürlich,
dass aus diesem Progesteron abends dann Cortisol entstehen kann und man wacht aber dann um 2 oder 3 wieder auf und kann gar nicht mehr einschlafen. Deswegen empfehle ich Progesteron nicht als Schlafmittel, sondern als Estradiol eher und empfehle Progesteron morgens zu nehmen, weil sehr häufig eben relativ viel Cortisol daraus entsteht und Cortisol brauche ich ja vor allem tagsüber. Gut. Und man hat in den letzten Jahren genauer sich angeschaut, welche Rezeptoren hier im Gehirn angeregt werden. Und da gibt es 2 große Gruppen, Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptoren, die können aktiviert oder blockiert werden, oder NMDA-Rezeptoren. Wie weit man hier einsteigen muss, ist die Frage. Hier eine kurze Liste. Es gibt eben verschiedenste Rezeptoren noch. Und dann gibt es die Möglichkeit, jetzt mal zu sagen, es gibt 3 Gruppen von Neurosteroiden, wenn es jetzt um die biochemische Herkunft geht. Die werden von Pregnan abgeleitet. Das ist das, wo dann vor allem Pregnenolon und Progesteron eine Rolle spielen. Und dann von Androstan, also eher aus dem Stoffwechsel der vermännlichenden Hormone. Und dann gibt es sulfatierte. Und die sulfatierte Form von DHEA ist aktivierend und die nicht sulfatierte Form ist eher beruhigend. Das können wir nicht entscheiden. Wir können nur DHEA zuführen. Wir können durch die Spiegel im Blut kontrollieren von diesen beiden Varianten, aber das ist jetzt einer der noch ungelösten Probleme. Also wenn ich DHEA zuführe, weiß ich nicht genau, wie es jetzt beispielsweise wirken wird. Und das ist jetzt bei Pregnenolon ähnlich. Ja, dann haben wir eben das Allopregnanolon. Das wird bei akutem Stress mehr gebraucht und ein gesundes System schüttet das mehr aus. Deswegen die Frage, kann man das verabreichen, um das zu verbessern. Und wenn ein Stress länger anhält, dann sinkt normalerweise im Körper der Allopregnanolonspiegel und da ist die Frage, welche Wirkung hat das? Oder welchen Sinn hat das? Ist es also normal, es zu geben bei akutem Stress? Soll man es eher vermeiden zu geben bei chronischem Stress? Das sind dann die Fragen, die sich ergeben aus der Therapie dann heraus. Was hier sehr wichtig auch ist, ist, dass Endorphine bei akutem Stress auch ausgeschüttet werden und die Kraft des Gehirns, Endorphine auszuschütten, liegt sehr daran, wie sich das entwickelt hat. Und das kann man trainieren. Und dieses Training ist wissenschaftlich relativ gut jetzt schon einstufbar geworden. Kann man mit niedrigen Dosierungen von Naltrexon machen, einem Opiatrezeptorenblocker. Und diese Low-Dose-Naltrexon-Therapie, die wird relativ viel gemacht. Das ist eine rezeptpflichtige Arznei, auch in dieser sehr niedrigen Dosis, die man dann wählt. Und das spielt ja auch eine Rolle. Aber darauf wollen wir in diesem Video nicht zu stark eingehen. Jetzt macht es Sinn, sich zu überlegen, welches Problem habe ich im Gehirn vordringlich? Brauche ich eher eine Beruhigung oder brauche ich eher eine Aktivierung? Wenn ich jetzt von Beruhigung spreche, dann meine ich, wenn ich sehr stark Ängste habe und immer aufgeregt bin, dann brauche ich ein beruhigendes Neurosteroid oder mehrere in einer Mischung. Und wenn ich jetzt eher depressiv bin und schlapp bin und wenig aktiv bin, dann würde ich gern was Aktivierendes wählen. Und die Entscheidung muss man individuell mal treffen. Und jetzt ist es so, dass die Beruhigenden sehr stark aus männlichen Geschlechtshormonen und dem Progesteron entstehen. Das sind die, die hier angeführt werden. 3-Alpha-Androstan-Ediol, Pregnanolon und Allopregnanolon. Die werden alle aus dem Progesteron eben gemacht und das erste aus dem Testosteron. Und die Aktivierenden, da bin ich ein bisschen stärker mit Pregnenolon da als Vorstufe und mit DHEA. Das kann man generell mal so festlegen.
Und dann ist das Estradiol, was man eben heute versucht einzustufen, so ein bisschen als Joker zu bezeichnen, weil man nicht ganz genau sagen kann, was es ist. Es ist ein Gegenspieler von Progesteron und Progesteron ist eben eher für die beruhigenden Wirkungen im Gehirn zuständig, wird aber sehr stark modifiziert vom Vorhandensein von Estradiol. Und das ist eines der Argumente zu sagen, entweder der Mensch hat ausreichende Bildung dieser Hormone oder man muss sie eben in einem gewissen Mischverhältnis zueinander zuführen. Und das Interessante bei Frauen ist eben, dass Estradiol, so wenn es als Estradiol gegeben wird, eine Wirkung bei Frauen erzielt im Gehirn und bei Männern nicht. Das hat man gut beobachtet. Bei Männern würde man das Dihydrotestosteron, das ist das schärfste, also am stärksten wirksame männliche Geschlechtshormon, das der Mensch auch bildet, der Mann bildet in seinen Hoden. Das kann man aber auch als Arznei zuführen und dann hat das im Gehirn eine ähnliche Wirkung wie das Estradiol. Also da gibt es wirkliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und generell ist es so, wenn es darum geht, was Neues zu lernen, Schädigungen des Gehirns auch wieder zu reparieren, die sogenannte Neuroplastizität hängt sehr stark von Estradiol ab. Das ist eben jetzt beim Baby die Hirnentwicklung, aber später auch die Weiterentwicklung des Gehirns, die Erholung des Gehirns, sehr stark davon abhängig, ob Estradiol ausreichend da ist. Und dann gibt es das Belohnungssystem in unserem Gehirn, also das Gefühl eben, diese Zufriedenheit, die sich herausbildet, wenn man erfolgreich Wegmarken genommen hat, dieses innerliche Ankommen, ein gutes Gefühl zu bekommen. Belohnt zu werden, das ist sehr abhängig auch hier wieder vom Estradiol, vom Vorhandensein von Estradiol. Es kann aber insgesamt dann eine beruhigende oder eine aktivierende Wirkung haben, je nachdem, welche Stoffwechselsituation im Gehirn da ist. Also wenn ich Estradiol gebe, weiß ich nicht hundertprozentig, was das wird. Dann sind die Neurosteroide gibt es auch als Duftstoffe. Und da möchte ich einfach nur kurz jetzt einen groben Überblick mal geben. Also, wenn Hunde Trüffeln aufschnüffeln oder auch Wildschweine gerne Trüffeln essen, dann hat das sehr viel mit dem Geruch zu tun. Und dieser Geruch entsteht durch Pheromone, die eine Trüffel bildet, die aber auch der Mensch bildet. Also Männer vor allem, aber auch männliche Säugetiere bilden diese Pheromone, das sind Neurosteroide, das sind Nebennierenhormone, es sind Geschlechtshormone, auch jetzt bis zu einem gewissen Grad, die aber vor allem über die Duftdrüsen ausgeschieden werden, den Körpergeruch sehr stark beeinflussen. Und welchen Sinn haben jetzt diese Pheromone? Ja, schon einen gewissen Einfluss auszuüben von einem Menschen auf den anderen oder von einem Säugetier auf den anderen, sexuell zu stimulieren, auch die sexuelle Aktivität zuzulassen, sodass eben dann auch Befruchtung und Fortpflanzung stattfinden kann. Das hat bei Säugetieren eine Riesenbedeutung, es hat bei Menschen auch eine bestimmte Bedeutung. Aber das Interessante ist, dass die Ausscheidung dieser Pheromone tatsächlich auch über das Einatmen und das Stimulieren der vomeronasalen Rezeptoren in der Riechschleimhaut auch als Neurosteroide aktiviert werden können. Das heißt, der Duft eines anderen Menschen kann hier Wirkung ausüben. Das kann natürlich jetzt eine aktivierende Wirkung, es kann eine beruhigende Wirkung sein. Also es hat auch Bedeutung. Und wenn man das jetzt weitergehend sagt, kann natürlich jetzt das Riechen an einer Trüffel oder irgendein Nahrungsmittel, das mit Trüffel angereichert ist, auch diese Arten von Wirkungen entfalten, kann natürlich dann auch medizinisch wirksam werden in der Hinsicht.
und würde eher auf der beruhigenden Ebene sein, weil das eben klassische männliche Geschlechtshormone sind, die eben eher diese Wirkung dann als Steroide ausüben. Wenn wir jetzt reinschauen, einfach in die Liste von den natürlich vorgekommenen beruhigenden Neurosteroiden, dann werden wir fast erschlagen von dem, was wir heute schon wissen. Also wir haben hier eine Liste von knapp 20 Hormonen. Da gehört zum Beispiel Testosteron dazu, Dihydrotestosteron. Also es ist eine sehr starke von männlichen Geschlechtshormonen, ihren Abwandlungsprodukten dominierte Gruppe. Zugleich aber auch die Prägnane, die aus dem Progesteron entstehen können, auch eine dicke Liste davon, auch konkret Progesteron. Also natürliche Beruhigende haben wir hier den Schwerpunkt auf der Ebene dieser Hormone. Und bei den natürlichen Aktivierenden fällt uns auf, dass es ein paar andere sind. Und das hat sehr viel hier mit Pregnenolonsulfat zu tun. Pregnenolon selber. Das heißt, ich kann hier mit Pregnenolon einiges ausrichten. Und in diese Gruppe gehört auch das DHEA. Also kurz zusammengefasst, wenn ich mit einzelnen Hormonen aktivieren würde, dann würde ich beruhigende, angstlösende Wirkungen erzielen können mit männlichen Geschlechtshormonen und dem Progesteron. Und wenn ich eher eine Depression, eine Schwäche behandeln möchte, denke ich eher an DHEA und Pregnenolon. Hier kann man eine kleine Einschränkung machen, dass man sagt, was ist jetzt, wenn ich eine Angstsituation habe? Wie würde dann DHEA und Pregnenolon auf mich wirken? Und tatsächlich ist hier ein gewisses Risiko, dass die Ängste sich verstärken könnten, weil es aktiviert. Natürlich gibt es hier große Varianzen wieder zwischen den einzelnen Menschen, weil wir im Stoffwechsel nicht hundertprozentig Überschneidungen immer haben. Ja, beim einen ist es eher so, beim anderen so. Aber das wäre zu beachten. Genauso müsste man jetzt mit Testosteron und Progesteron ein bisschen vorsichtiger sein bei Menschen, die ohnehin eher ein bisschen zu wenig aktiv sind oder eher depressiv sind. Eventuell kann sich das verstärken, wenn wir auch hier mit der Dosis übertreiben. Das müssen wir uns gut überlegen. Und dann ist es ja so, dass sehr viele Menschen jetzt rezeptfrei sich da eine Behandlung machen wollen und dann zum Nebennierenrindenextrakt greifen und dann greifen die immer zu all diesen Hormonen. Also es wäre jetzt eine pauschale Therapie. Und das ist jetzt eine der Fragen, die ich mir stelle. Wenn ich jetzt ein Defizit habe auf Ebene der Neurosteroide, dann kann ich ja mal grob sagen, ja, relativ großer Teil ist ohnehin das DHEA. Das ist ja sehr viel stärker vorhanden als andere dieser Hormone, die wir besprechen. Ja, und wenn ich Nebennierenrindenextrakt nehme, nehme ich ja relativ viel DHEA zu mir. Wie bedeutsam ist es, dass ich auch andere Hormone wähle, die vielleicht eine gegensätzliche Wirkung haben könnten? Also was für einen Sinn macht es, meine Gehirnrezeptoren im Grunde genommen alle zu bedienen? Aber da kann man gleich das Gegenargument entwickeln, dass man sagt, naja, das ist ja jetzt hier irgendwo ein Defizit. Wenn ich das Defizit decke, dann schaffe ich die Grundvoraussetzung, dass das System funktionieren kann, weil vielleicht Überschussphänomene nicht so leicht auftreten können. Tatsächlich aber ist es manchmal ein bisschen schwierig. Manche Menschen haben neu auftretende Beschwerden, wenn sie dann den Nebennierenrindenextrakt nehmen. Es gibt ein Argument für eine Einzelstrategie. Wenn ich aber einzelne Hormone nehmen will, ist es so, dass halt vom Gesetzgeber her es festgelegt ist, dass hormonhaltige Produkte, ich glaube, ab einer homöopathischen Dosierung von D4, also es darf nicht höher dosiert sein, dass das rezeptpflichtig ist. Also man ist bis zu einem gewissen Grad von einem Rezept abhängig. Aber es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Und ich habe in letzter Zeit, weil ich auch viel diese Rimkus-Kapseln gebe, also verabreiche,
Da mischt man ja einzelne Geschlechtshormone rein und das ist ja prinzipiell entwickelt worden für die Wechseljahressituation. Aber wenn ich jetzt den Fokus haben würde auf eine Wiederherstellung der Tätigkeit der Neurosteroide, dann könnte ich zum Beispiel so eine Mischung machen, wie ich es hier kurz aufgeführt habe. Ich kann geben Estradiol und Progesteron mit einem Verhältnis zueinander stehend, wo man eben dann vom Estradiol ein Hundertstel der Menge nehmen würde, vom Progesteron. Ähnlich ist es mit Testosteron, das würde auch im Verhältnis zum Progesteron auch ungefähr ein Hundertstel machen. Pregnenolon gibt man ungefähr in der Größenordnung wie Progesteron und DHEA etwa die Hälfte davon. Also habe ich jetzt grob eine Liste von 0,5 Estradiol und Testosteron, Progesteron und Pregnenolon 50 Milligramm und DHEA 25 Milligramm. Also größenordnungsmäßig ist das in Ordnung. Und dann kann man individuell ganz gut dosieren, dass man sagt, ich habe jetzt eine Angstpatientin. Die Angstpatientin würde Estradiol bekommen, sie würde Testosteron, sie würde Progesteron bekommen, aber nicht die beiden anderen. Und habe ich jetzt eine Person, die eben eher aktiviert werden muss, die eher depressiv ist, dann hoffe ich, mit Pregnenolon und DHEA eine gute Wirkung erzielen zu können. Ja, und manche Menschen würde man vielleicht alles reinmischen, wo man sagt, das ist eine totale Erschöpfung der Systeme. Nichts funktioniert gut, also gibt man das alles. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn ich jetzt Einzelhormone gebe, das habe ich hier als zweite Option gelistet, dann wäre es sinnvoll zu sagen, ja gut, ich kann ja peripher im Körper, also wie jetzt der Puls, wie der Kreislauf generell gesteuert ist, welche Art von Beschwerden vorliegen, wie der Schlaf reguliert ist, wie funktioniert er, funktioniert er sehr gut, können die Menschen gut schlafen, müssen sie aber, oder müssen sie oft aufstehen. Also das sind alles so Betrachtungsweisen, wo man sagt, ja, da zeichnet sich doch hier ein Mangel an diesem Hormon, das ich jetzt in Betracht ziehe, ab. Und das wäre ein zusätzliches Argument, das zu geben. Und dann gibt es noch die andere Herangehensweisen, dass man sagt, der Mensch hat beim Übergang in die Pubertät eine bestimmte Mischung von Hormonen zu bilden begonnen und das war damals für ihn normal und ist vielleicht für ihn einfach als normal anzusehen. Und da kann man bei Mann wie bei Frau eine gewisse Diversität betrachten, dass also manche sehr viel Östrogen bilden und nicht ganz so viel Progesteron, andere beides ausreichend oder sehr stark bilden. Manche viel Androgene bilden manche Frauen und manche wenig Androgene. Das ist eben das, was jetzt in den letzten Jahren in die Diskussion gekommen ist mit der Gender-Thematik. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier eine absolute Verbindung gibt, aber was ich eben beobachte, ist, dass man individuell sich etwas unterschiedlich hier in Bezug auf Geschlechtshormone und somit auch Nebennierenaktivität entwickeln kann. Es ist eine Diversität da, die ich dann, wenn ich zu behandeln beginne, in Betracht ziehen müsste, weil einfach die These zulässig ist. Nehmen wir mal an, ich habe eine Frau, die hat jetzt schon im frühen Erwachsenenalter so Geheimratsecken entwickelt, eine hohe Stirn bekommen, bemerkt, dass sie vermehrt Körperbehaarung hat. Wir nehmen jetzt mal an, dass es eine Frau ist, die kein hohes Körpergewicht hat, weil in dem Moment, wo das Fettgewebe hinzutritt, also man viel Gewicht zunimmt, dann wächst einem mit dem Fettgewebe eine eigene Hormondrüse heran, die eher Androgene bilden möchte. Mehr Östron bildet und aus dem Östron entsteht auch dann sehr viel mehr an männlichen Geschlechtshormonen. Das müsste man dann auch mit hineinbeziehen, aber ich wollte nur sagen, wenn das von Grund auf so ist, eine Person, die eher mehr Körperbehaarung hat, dann gehört das zu ihr dazu. Und in der Phase der Erschöpfung und des Rückgangs der Funktionalität der Systeme, das betrifft jetzt auch das Gehirn, würde man einfach die These zulassen können, dass dann Androgene mehr Bedeutung haben. Das heißt, diese Person müsste, wenn sie jetzt in eine Krise kommt des Burnouts, müsste eine Person, die früher viel Androgene gebildet haben, die sie beruhigt haben, die sie stressbelastbarer gemacht haben, dann eher
zu Ängsten kommen. Und das ist auch in Asien so bekannt, ne, dass man in Indien zum Beispiel, ne, dass man auskühlt und dann zum Vata-Typus wird, also zu viel Luft und Äther in sich aufnimmt. Das ist ein Versuch gewesen in einer Zeit, wo man über Hormone noch gar nichts wusste, diese Veränderung zu beschreiben, die vor allem Männer dann erleben oder Frauen, die früher dann eben mehr Kraft hatten durch die Androgene, die sie gebildet haben. Und dann kann man Androgene zuführen und das macht dann, ja, trägt dazu bei, dass man einfach ein bisschen mehr Feuer wieder in sich hat und sich aufwärmt. Aber da kommt diese so wichtige Frage, wie kann ich mich dann vor einer gewissen zunehmenden Austrocknung und Überhitzung schützen? Und da haben wir dann das Estradiol als ausgleichendes Mittel, wenn ich das ersetze. Und deshalb muss ich immer wieder im Hintergrund mir überlegen, wenn ich jetzt sage, ich möchte was Beruhigendes machen, wenn ich Progesteron und Androgene einsetze, das sind wärmende Hormone. Und nach der Elementelehre, ja, aber auch nach den Eigenschaften, was sie im Körper machen, kann man das gut so beschreiben. Und da braucht es einen Ausgleich. Und diesen Ausgleich mache ich immer mit Estradiol, weil ich sonst nachteilige Wirkungen habe. Ich habe vielleicht weniger Ängste, aber ich habe dann andere Phänomene der Trockenheit, die sich mehr und mehr ausbilden. Sieht man sehr schön am Puls, wenn man ihn tastet, wie er sich immer trockener anfühlt und der Blutdruck dann auch immer niedriger wird und immer instabiler wird, weil der Füllungsdruck dann fehlt. Das merkt man aber dann in allen Systemen. Also nur, das war ein kurzer Exkurs zu sagen, man kann sofort von der Elementelehre her oder von einer ganzheitlicheren Hormontherapie her sofort verstehen, warum so oft Progesteron oder Testosteron einseitig gegeben mehr Probleme macht, als es an Lösungen anbietet. Sehr oft ist der Ausgleich mit Estradiol nötig. Ja. Neben Nierenrindenextrakt gibt es zum Beispiel hier, ne, Nutricology, die haben dann konkret 100 Milligramm herausgelöste Nebennierenrinde mit all diesen Hormonen. Es gibt aber am Markt auch Produkte, beispielsweise das hier habe ich gefunden, steht drauf Kuram Corticosteroide. Man denkt, das sind Corticosteroide drin. Nein, es sind keine drin. Es sind Vitalstoffe drin, von denen man sich die körpereigene Bildung, vermehrte Bildung von Corticosteroiden verspricht. Das sind dann keine, die man dazu führt und da muss man wirklich aufpassen. Eigentlich steht es drauf. Ja? Sie sagen auch Nährstoffversorgung und man meint, dass während man Progesteron, meint man es bei Progesteron oder zumindest bei Cortisolbehandlungen, dass man das hinzugibt, damit ein besserer Ausgleich stattfindet. Also ich würde nichts Schlechtes über das Produkt sagen, nur wisse, was du kaufst. Beides kombiniert könnte eventuell Sinn machen. Ich wollte euch noch erzählen über die Ursache des Oxycholsäure. Also ich kenne das als Internist, als Verabreichung. Das ist eine Gallensäure, also wie es normalerweise gebildet wird in der Leber. Also sehr. Die Galle hat einen relativ hohen Gehalt an dieser Ursache des Oxycholsäure. Und da gibt es diesen Therapieansatz zu sagen, ja, wenn die Gallebildung nicht gut ist, wenn eher Steinbildung zu beobachten ist, dann macht es Sinn, das dazuzugeben, weil dann könnte man auch die Gallensteinbildung mindern oder vielleicht sogar eine gewisse Rückbildung sehen. Das wird dann gegeben, auch eben bei Lebererkrankungen, wieder Primärbiliärzirrhose und so weiter. Aber da gibt es zum Beispiel jetzt diese eine Studie, ich habe es unten kurz angeführt, von Janowski. Ist nicht so alt jetzt, wann war das gemacht? Da, 2012 schon. Und die haben einfach mal untersucht, dass diese Gallensäure aktivierende Wirkung hat aufs Nervensystem. Das gilt heute ähnlich wie Cholesterin selbst als eine Möglichkeit, mehr Wachheit, vielleicht auch mehr Lernfähigkeit, mehr geistige Agilität herbeizuführen. Und diese Beobachtung gibt es ja schon zumindest klischeehaft,
dass man sagt, wenn jemand ein hohes Cholesterin hat, ist das ja oft der tatkräftige, auch sehr aktive und oft geistig agile Mensch. Während Menschen, je niedriger das Cholesterin gesenkt wird, eigentlich in dieser geistigen Tatkraft mehr und mehr nachlassen. Also selbst Cholesterin als Vorstufe dieser ganzen Neurosteroide hat Bedeutung, aber bei der Ursache Desoxycholsäure hat man das jetzt konkret getestet und das war ausgehend von der traditionellen chinesischen Medizin, weil sie, und zwar vom Bären gewonnen, Bärengalle, dort seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden ein ganz wichtiges Arzneimittel ist, was dazu geführt hat, dass man Bären selbst in Käfigen gehalten hat und ihnen immer wieder Galle entnommen hat mit so Metallstäbchen, um eben diesen wertvollen Saft zu gewinnen. Was natürlich als Tierquälerei seit langer, langer Zeit ein Dorn im Auge war, den Tierschützern auch, und das jetzt glücklicherweise weitgehend verschwunden. Aber diese Bärenfarmen, die gab es früher viel in China, um eben Hitze in der Leber zu beseitigen. Und dieses Thema der Hitze, da gibt es ja so Ideen, wie dass die Hitze entfernt wird, dass giftige Stoffe entfernt werden, dass entgiftet wird. Und wenn man entgiftet wird, dann weicht sozusagen die Müdigkeit und die Schlappheit bei Leberüberlastung. Und dann kann man sozusagen auch wieder wacher und tatkräftiger sein. Das hat jetzt hier einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund erreicht, weil es tatsächlich so ist, wenn die Galle fließt, was man früher in der alten Medizin viel anzutreiben versucht hat, ne, mit Bitterstoffen und dergleichen. Also ein großer Teil dieser entgiftenden Therapieformen, die haben das zum Ziel genommen. Und hier die Vorstellung, wenn ich dann die Ursache des Desoxycholsäure zu mir nehme, dann kann ich diesen Prozess unterstützen und erscheint tatsächlich auch als Neurosteroid wirksam zu sein und wach zu machen, vor allem tagsüber. Man hat es untersucht, dass dazu auch ausreichend Histamin im Körper sein muss. Histamin wird ja heute sehr stark verteufelt. Man spricht immer nur von der Histaminunverträglichkeit, weil es Überschussphänomene gibt. Aber Histamin ist natürlich auch ein wichtiger Stoff, so ähnlich wie Cholesterin. Und wenn das ausreichend vorhanden ist, dann ist man wacher und geistig aktiver. Ansonsten hier die breite Liste der in der Forschung jetzt viel genutzten. Also das Ganaxolon ist jetzt relativ bekannt geworden. Das soll in der Epilepsietherapie eingesetzt werden. Aber zum Beispiel, wo haben wir das Zuranolon? Das wird jetzt auch viel geprüft, ob das eben bei Depressivität, bei Stilldepression eingesetzt werden kann. Oder bei Migräne, die während der Menstruation auftritt. Das ist eben auch eine der Wirkungen, die wir sehen mit dem beruhigenden Neurosteroiden. Also wenn ich Testosteron oder Progesteron gebe, bei Frauen, die die Migräne bekommen, in dem Moment, wo die Blutung auftritt, da habe ich oft eine gute Wirkung. Und das wird eben jetzt versucht mit verschiedenen der Metabolite. Das eine oder andere wird dann hier auch vermarktbar werden, das zu erreichen, weil man beobachtet hat, dass am Anfang der Menstruation naturgemäß ein Anstieg der Androgenbildung da ist, und wenn das ausfällt, kann das eine Migräne auslösen. Und das kann man relativ oft auf dieser Ebene lösen. Habe ich auch schon immer wieder mal mit Erfolg so eingesetzt. Also man kann mit natürlichen Steroiden einiges bewerkstelligen. Das war ein Überblick über die Neurosteroide. Kurz zusammengefasst: Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEA und Pregnenolon, also Wirkstoffe, die wir in der Hormonersatztherapie sehr viel in Anwendung haben, können gezielt eingesetzt eben dann auch werden, um eine depressive Situation oder eine Angststörung positiv zu beeinflussen. Und das ist eine schöne Erkenntnis der letzten Jahre, und hier haben wir einige Möglichkeiten mehr im Repertoire,
Menschen zu helfen, die davon betroffen sind. Und das ist ja eine schöne Sache.